Musik als Jungbrunnen. Die Großmütter-Rockband probt für ihren Auftritt. Die meisten Bandmitglieder sind pensioniert. Anstatt vom Lohn leben sie nun von Renten der AHV und Pensionskasse. Das alleine reicht aber nicht für ein Leben ohne Einschränkungen. Ein 13. Monatslohn, der kommt nicht mehr einfach rein. Den vollen Lohn hat man auch nicht, also mit der Pensionskasse plus AHV. Das Prinzip langt das ja gar nicht. Es ist wichtiger, dass man schon ein bisschen früher daran denkt, vielleicht mal in die Drittsäule einzuzahlen, damit es am Schluss dann reicht. Wenn man nicht immer auf den Rappen schauen muss, ist das schon eine Erleichterung im Alter. Einzahlungen in die dritte Säule sind freiwillig. Die Hälfte der Schweizer Bevölkerung spart mit dieser Vorsorge fürs Alter. Jeder kann ein Säule 3a-Konto eröffnen, bei Banken und Versicherungen. Benjamin Manz ist Geschäftsführer des Finanzvergleichsdienstes moneyland.ch. Er hat den Überblick über die Angebote der 3a-Vorsorge. Am beliebtesten sein Sparkonti bei Banken. Ja, Sparkonto ist die konservative Sicherlösung. Da haben Sie nicht viel zu befürchten, allerdings sind die Zinsen sehr tief. Benjamin Manz hat die aktuellen Zinssätze der verschiedenen Anbieter verglichen. Am wenigsten Zins bezahlt momentan die ZKB, 0,15%. Anleger erhalten bei den beiden Großbanken sowie bei der Postfinanz 0,2%. Etwas mehr Zins zahlen die Bank Claire, die Basler Kantonalbank und die Berner Kantonalbank. Für Kunden der Raiffeisen, Migros und der St. Galler Kantonalbank gibt es 0,3%. Etwas mehr gibt es bei der Corner Bank. Noch mehr bei der neuen Aargauer Bank. Am meisten Zins erhalten 3A-Sparer aktuell bei der Wirbank, 0,45%. Die Zinsunterschiede sind klein, doch langfristig spielt es eine Rolle, welches 3A-Konto Sparer wählen. Das zeigt der Blick zurück. Ein Rechenbeispiel. Wer in den letzten 10 Jahren jedes Jahr den maximal erlaubten Sparbetrag einbezahlt hatte, erhielt bei der ZKB am wenigsten Zins. 2.689 Franken. Am meisten Zins gab es in der gleichen Zeit bei der Corner Bank. 4.559 Franken. Die Differenz? 1.870 Franken. Wer mit der dritten Säule vorsorgen will, kann auch in Fonds investieren. Banken und Versicherungen haben spezielle 3A-Fonds. Es gibt eine breite Palette. In den letzten Jahren haben diese Fonds in der Regel gute Renditen erzielt, weil die Finanzmärkte zugelegt haben. Der Vorsorgefonds bietet die Chance auf eine viel höhere Performance, wie es jetzt die letzten 10 Jahre zum Beispiel war. Allerdings sind auch die Risiken viel höher bei Vorsorgefonds. Bei Vorsorgefonds können Sie im schlimmen Fall Geld verlieren. Benjamin Manz hat bei etwa 103 A-Fonds die langfristige Entwicklung analysiert. Die Fonds waren unterschiedlich rentabel. Entscheidend ist die Zusammensetzung des Fonds. Besonders entscheidend auch der Anteil der Aktien im Fonds. Je höher der Aktienanteil war in den letzten 10 Jahren zum Beispiel, desto besser hat der Fonds performt. Entscheidend sind aber auch die Kosten eines Fonds. Es gibt sehr grosse Unterschiede, je nach Vorsorgefonds. Vergleichen Sie darum unbedingt die Gebühren. Hohe Gebühren würden die Rendite schmälern. Das zeigt seine Simulation über die letzten 10 Jahre. Benjamin Manz hat jeweils die Nettoerträge der Fonds hochgerechnet. Hier die Fonds mit sehr tiefen und sehr hohen Renditen im Vergleich. Bei Mobifonds 3a mit einem Aktienanteil von 15% resultiert nach 10 Jahren ein Vermögenszuwachs von 7.208 Franken. Dieser Credit Suisse Fonds enthält keine Aktien, hat aber tiefe Gebühren. Das ergibt einen höheren Nettoertrag, 7.616 Franken. Eine viel höhere Rendite gab es bei diesem Fonds von Swiss Life mit maximal 50% Aktienanteil. Nettoertrag 14.233 Franken.
Noch besser das Produkt von Swisscanto mit weniger Aktien, aber tieferen Gebühren. Der Fonds erreichte im 10-Jahres-Vergleich den höchsten Nettoertrag, 16.705 Franken. In den letzten 10 Jahren spielte die Musik also vor allem bei den Anlagefonds. Ja, und für das ganze Päckchen einzuordnen, begrüße ich jetzt im Studio den Florian Schubiger. Er ist Anlagenberater bei Vermögenspartner. Florian Schubiger, jetzt haben wir es gesehen. 2700 Franken, das tiefste Konto rund. 16.700 Franken in der gleichen Zeitdauer der beste Fonds. Also, der Fall scheint klar, die Säule 3a in einem Fonds anlegen. Ja, Fonds waren in der Vergangenheit deutlich besser gewesen. Wir haben es gesehen. Die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass es auch in Zukunft so wird, die ist sehr gross. Wichtig ist natürlich, was für einen Fonds hat man, in was investiert man den Fonds, den man entsprechend hat. Aber könnt ihr jetzt sagen, die Säule 3a-Konto, die kann man eigentlich ein bisschen vergessen? Ich würde es nicht sagen. Also für jemanden, der Sicherheit sucht, der vor allem auch Flexibilität sucht, ist ein Säule 3a-Konto sehr, sehr gut. Gerade wenn jemand das Geld vielleicht in 3, 4, 5 Jahren braucht, um zum Beispiel ein Haus zu kaufen, dann kann man die Säule 3a ja vorbeziehen. Oder wenn man sich selbstständig macht, ist das auch möglich. Dann braucht man die Flexibilität, dann ist das sehr wichtig. Und auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, die Alternativen wären ja dann Anleihen oder Obligationenfonds in der Säule 3a. Und dort muss man ganz klar sagen, im Moment haben wir so tiefe Zinsen, dass eben die Obligationen von Nachgebühren eigentlich gar nichts bringen. Wenn jemand also die Sicherheit sucht, und Sicherheit ist ja vor allem das Argument bei den Obligationen, dann lieber gerade aufs Konto, dort hat man alle Vorteile. Jetzt habt ihr schon ein bisschen die Punkte angesprochen, die man eben bei den Fonds muss beachten muss. Also die lange Zeitdauer ist sicher ein Punkt, oder, bei einem Fonds. Auf was muss ich sonst noch schauen? Die Zeitdauer ist sehr, sehr wichtig. Also, wenn jemand das Geld langfristig anlegen kann in den Säulen 3a und auch sagt, ja, mit einem Börsenverlust kann ich gut umgehen, wenn einmal die Börse 10-15% verliert, kann ich trotzdem noch ruhig schlafen und komme nicht kalte Füße über. Was ist dann der Zeithorizont? Zeithorizont ist 8, 10, 12 Jahre, je nachdem, wie viele Aktien man in dem Fonds hat. Wenn man dann immer noch ruhig schlafen kann, wenn man Geld verloren hat, dann ist es das Richtige, einen Fonds mit einem grossen Aktienanteil zu kaufen, mit dem Wissen, dass die Renditenerwartung höher ist, aber natürlich immer auch mit dem Wissen, dass man halt kurzfristig mal Geld verlieren kann mit so einem Fonds. Also wenn der auf Aktien setzen, wenn man dort reingeht? Genau, sonst lieber gerade das Konto. Genau. Okay. Jetzt gibt es ein neues Angebot seit ein paar Jahren. Wir haben jetzt verglichen von den letzten 10 Jahren. Könnt ihr ganz kurz zu dem etwas sagen? Bei diesen neueren Angeboten hat es noch weniger Gebühren. Was sagt ihr dazu? Genau, das sind die sogenannten passiven Lösungen in der Säule 3a. Dort sind die Gebühren viel tiefer. Dort sitzt nicht wirklich ein physischer Fondsmanager oder jemand, der das ganze Produkt oder die Wertschriften betreut hinter dieser Lösung. Darum sind sie deutlich günstiger. Und günstiger heisst in dem Fall wirklich auch besser. Also das ist nicht irgendwie mehr Risiko oder so, sondern das ist wirklich ein besseres Produkt. Und man kann sagen, in den allermeisten Fällen kann man sagen, wenn es ein passives Produkt gibt von einem Anbieter, dann macht es Sinn, um das passive, günstige Produkt zu kaufen. Weil die Gebühren sind, um langfristig können, erfolgreich anlegen, eine gute Rendite zu haben, eben einfach enorm wichtig. Und was muss ich fragen, wenn ich das möchte? Ich würde ganz konkret den Anbieter, wo ich entsprechend mein Konto oder meine Fonds habe, fragen, gibt es eine günstigere, gibt es eine passivere Lösung? Dann vielleicht vergleichen, ob die Aussage wirklich dann stimmt, die man bekommt, wenn man sagt, es ist günstig. Und nachher entsprechend halt dann das günstige Produkt auch kaufen. Und jetzt sind wir in diesem Fonds drin. Wenn ich das Geld verschieben will, auf einen, den ich das Gefühl habe, ist noch optimaler, kann ich das problemlos zügeln? Es geht relativ problemlos. Bei den allermeisten Anbietern muss man die Fonds, die man beim einen Anbieter hat, verkaufen, dann das Geld aus dem Verkauf raus zum anderen Anbieter transferieren und dort die Fonds dann, oder eben die günstigen Lösungen dann entsprechend neu kaufen. Weil dort können Gebühren entstehen, ist das nicht immer so optimal. Darum vorher vielleicht schnell Gebühren mit dem Anbieter abklären. Wenn es dann zu teuer wird, ja, entsprechend halt entscheiden und vielleicht dann halt gleich beim alten Anbieter bleiben, wenn die Kosten zu hoch sind. Merci für die Infos, Florian Schubiger.